Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei Power TV. Und ich weiß, viele haben genau auf diesen Moment wieder gewartet, denn es ist wieder soweit. 5 Euro Überraschungsshow. Produkte runter reduziert auf 5 Euro, die normalerweise vor der Sendung und nach der Sendung und auch während der Sendung, wenn Sie regulär über Pearl.de bestellen, wesentlich mehr kosten. Also nur hier für Pearl TV reduziert auf genau 5 Euro. 6 Produkte warten auf uns und Carsten richtet schon das Geld. Carsten, was machst du da? Ja, ganz genau. Jetzt überlege ich mir gerade. Jetzt hast du da mal einen richtig coolen Artikel, der normalerweise im Einzelhandel so um die 19,90 Euro kostet. Ja, wäre also ein schlanker 20, den sie da aus dem Portemonnaie zaubern müssten. Da würde ich vielleicht nochmal drüber nachdenken. Aber so ein Fünfer jetzt hier, so ein zarter, für einen richtig guten Artikel, der normalerweise das Dreifache, Vierfache kostet, da wäre ich doch ohne weiteres für zu haben. Und den schnappt er jetzt hier. Den nehme ich mit, und zwar mit Kusshand. Was das für welche sind, weiß ich nicht. Maximal 5 Stück pro Besteller, pro Artikel dürfen wir zulassen. Schade, dass Diana nicht da ist, so können wir nicht buzzern. Die ist im Urlaub, den hat sie sich auch verdient, aber kein Problem. Die Produkte sind ja da und machen wir beginnen. Gerne möchtest, das alleine hier, oder? Möchtest du Kuvert oder... Sehr gerne, ich packe nochmal eben meine Barschaft weg. Du, hier. Kuvert so, oder Produkt? Ich nehme Kuvert. Okay, so. Dann nehme ich Produkt. Achtung. Und wir schauen. Das ist toll. Das für, aber glaube ich jetzt nicht für 5 Euro. Das, weil wir haben das auch ab und zu mal in unseren Heimwerker-Sendungen. Ein Bitset, ja. Das ist nämlich, ich sage, aber nicht irgendeins. Das ist das AGT Universal Bitset aus hochwertigem Chrom-Vanadium. Zitat Ende, liebe Zuschauer. Wir sagen intern liebevoll Butterfly dazu, weil das hier natürlich nicht nur alles hervorragend und super sortiert ist, alle gegen Größen, alle gegen Profile, die man so im allgemeinen privaten Heim- und Handwerkerbereich brauchen kann, sind drin. Das Ganze natürlich auch schön mit diesen Verschlusskappen da gelöst. Also auch schon ein Highlight, wenn du die Schachtel alleine nur aufmachst. Ja, und wir haben hier 18 Bits und eine Schnellbithalterung. Das geht so einfach. Eben auf jeden Akkuschrauber oder auf Bohrmaschine drauf und dann eben den richtigen Bit. Carsten hat es gesagt, in bester Qualität. Und schauen Sie mal, so sieht er aus. Und warum Schmetterling? Ganz einfach. Wenn ich hier den Knopf drücke, sehen Sie, geht er auf wie ein Schmetterling. Und sofort habe ich jedes Bit griffbereit hier. 18 Stück und dann natürlich das hier, der Bithalter. Der kommt direkt auf die Bohrmaschine. Und jetzt 24,90 Euro, die unverbindliche Preisempfehlung. Ich weiß, wir haben das als in der Handwerkshow, aber ich weiß gar nicht, unser Preis, TV-Sonderpreis, liegt auch um die 10 Euro normalerweise. Ich meine auch, ja. Und selbst 10 Euro ist also für so ein hochwertiges Set meines Erachtens wirklich schon fast geschenkt. Ja. Denn ihn nutzt der beste Akkuschrauber, nichts, der beste Schraubendreher, nichts, wenn der nicht das passende Profil hat, liebe Zuschauer. Und Sie kennen das Dilemma, ja? Sie haben vielleicht auch so ein Sammelsurium im Keller mit 2, 3 Schraubendrehern. Da ist mal ein Schlitzdreher mit dabei, aber eine große Variante für die ganzen Lackdosen. Da ist auch mal ein Kreuzschlitz drauf, aber haben Sie die Profile Torque? Oder vielleicht auch ganz einfach mal hier so eine Sechskant-Profilgeschichte jetzt hier, die man für die Möbel aus dem schwedischen Möbelhaus schon mal braucht. Die wenigsten haben sowas tatsächlich in einer vernünftigen Ausstattung zu Hause. Dabei braucht man sie so häufig, gerade Schraubarbeiten. Aber hier bin, kannst du es ohne weiteres unterbringen. Ich bin jetzt wirklich überrascht, dass wir sowas Hochwertiges mal in der 5-Euro-Überraschungsshow haben. Absolut. Und jetzt nochmal betont, vor der Sendung hat es einen Normalpreis gekostet. Nach der Sendung kostet es den auch. Wir haben nur ein geringes Kontingent für 5 Euro. Und das ist für ein solches Bitset mit dieser wirklich tollen, tollen Sortierbox absolut geschenkt, das kann man sagen. Hier, also da jetzt hält es natürlich, sehen Sie, einmal richtig zugemacht. So, das ist natürlich der Wahnsinn, der Preiswahnsinn. 5 Euro für dieses Set, holen Sie sich's nach Hause. Ja, also da muss ich sagen, da bleiben keine Wünsche mehr offen. Nee. Und vor allem, es ist schön beschriftet und es ist immer sortiert. Voraussetzung natürlich, Sie machen es nachgebraucht, dann wieder in diese Box hinein, aber die ist auch schön aufgeräumt, du suchst die nicht, du siehst immer alles auf den ersten Blick. Und die Halterung hier übrigens, die ist auch noch magnetisch, das heißt, da gibt es überhaupt keine Probleme auch beim Bitwechsel arbeiten. Es macht ganz einfach Spaß, das sind die klassischen Viertelzoll-Bits, also 18 Bits, ein Bithalter natürlich. Dann haben wir noch eine Kundenstimme vom Rudolf aus Frankfurt, auch ein begnadeter Heim- und Handwerker, habe ich mir absagen lassen. Das Set steht in meinem Werkzeugkasten als erstes oben im ersten Fach. Und kein Suchen mehr, sagt er. Dann hat er natürlich vollkommen recht, denn hier steht die Größe des entsprechenden Bit-Aufsatzes gleich schon mit dabei. Kleiner Tipp, wenn Sie eine Schraube haben und nicht wissen, welche Größe habe ich denn jetzt hier, welchen Aufsatz brauche ich, nehmen Sie den Schraubkopf vom Profil her und tasten Sie ganz einfach mal ab. Solange es wackelt und Luft hat, werden Sie wahrscheinlich das falsche Profil erwischt haben. Sobald der ganz einfach sitzt, haben Sie das richtige Profil und dann können Sie Gas geben. Die sind auch farblich markiert hier, guck mal hier. Das heißt, die Kreuzschlitz sind also alle in der roten Farbgebung. Nehmen wir nochmal einen zweiten, kleineren dazu. Guck mal hier, ganz da
also hier ganz klar die Profilgruppe erkennen. Bei den Außensechskant jetzt hier, bei den Inbus-Geschichten hast du diese gelbe Farbgebung und das hier wären die Torque. Die sind also alle lila. Die ganz einfach wieder vernünftig einsortiert, hast du immer alles griffbereit. Und egal, ob du einen Handdreher oder eben einen kleinen Akkuschrauber hast, kannst du alles super verwenden. Das sind Standardgrößen. Vor allem durch Chrom-Vanadium werde ich auch lange Freude daran haben, weil es sehr, sehr haltbar ist. Heute wirklich eine absolute Ausnahme. Und ich bin immer noch ein bisschen verwundert, dass wir Ihnen das für 5 Euro anbieten können. Solange keiner interveniert, verkaufen wir das. Hätte es für unmöglich gehalten, aber wir machen es wieder mal möglich. Die Bestellnummer, die NX5205 und die 569. Und ich denke, damit ist auch jeder Hobby-Handwerker bestens ausgerüstet mit den insgesamt 18 Bits, die wir hier haben. Also das ist wirklich perfekt, was wir hier haben. Für 5 Euro kann ich überhaupt nichts falsch machen, Carsten. Und auch wenn man nur nicht so oft heimwerkt, sowas sollte eigentlich jeder zu Hause haben. Das ist eine fantastische Geschenkidee, wenn du mich fragst. Ja? Und ein kleiner Wink mit dem Fernsehturm, liebe Zuschauer. Wenn zu Hause was repariert werden muss und wenn es nur ein kleiner Griff mal von so einem Oberschrank in der Küche ist, brauchen Sie das passende Werkzeug, den passenden Bettaufsatz. Und wenn der Göttergarten vielleicht nach 3 Monaten dann irgendwann mal sagt, du hättest mich nicht so, ja, wäre das vielleicht mal ein schöner Wink im ganzen Zaunfall. So, wir sind bei Artikel Nummer 2. So, jetzt stehe ein bisschen auf dem Schlauch. Wir haben ein LED-Mini-Stativ mit Schlüsselanhänger. Das gibt's doch gar nicht. Moment, guck mal hier. Ah, jetzt. Moment, so. Das ist Lampe mit Schlüsselanhänger, also. Lampenkopf um 45 bis 90 Grad neigbar und stabile Stativbeile, federnd gelagert mit Einklappmechanismus und das Ganze inklusive Batterien, die sind also schon im Lieferumfang enthalten. Und da habe ich auch einen Kundenbeitrag von Paula K. aus Neperdin. Oh, ein Preisalarm. Und jetzt werden die Schnäppchenfüchse unter Ihnen wieder wach. Denn immer wenn Sie diese rote Laterne sehen und natürlich das Alarmsignal ertönt, dann wird nicht Pearl TV evakuiert, dann kriegen Sie einen hervorragenden und nochmal sowieso schon günstigeren Preis, nochmal etwas günstiger. Unsere Geschäftsleitung reduziert jeden Preis in der 5-Euro-Show auf 5 Euro. Hier allerdings nochmal zusätzlich Nachlass vom direkten obersten Boss für 2,22 Euro dürfen wir es Ihnen anbieten. Das ist geschenkt, 2,22 Euro. Aber jetzt muss ich nochmal vorlesen, was Paula K. aus Neppermin schreibt. Kleinhandlich und schnell aufgestellt, sehr hilfreich bei kniffligen Fummeleien, weil das Licht punktgenau und ausreichend stark kommt. Für Bastler und Fotografen sehr gut geeignet. Das muss ich sagen, wir hatten ja schon mal Taschenlampen hier für 5 Euro. Aber jetzt so ein Stativ mit, also am Schlüsselbund, sowas habe ich jetzt auch überhaupt, ich habe es noch nie gesehen. Ich gebe es ganz ehrlich zu, ist für mich das erste Mal, dass ich sowas Geniales sehe, aber die Idee, die finde ich ja schon faszinierend. Guck mal, wie knuffig der ist. Das macht richtig Spaß, liebe Zuschauer. Soll natürlich nicht nur Spaß machen, soll Ihnen auch Freude bereiten, überhaupt keine Frage. Aber es macht eben auch Sinn, weil wir eben hier diese tollen LED-Beleuchtungsmittel drin haben, die werden nicht heiß und so hat man eben am Schlüsselbund durch den kleinen Schlüsselring hier immer mal eine zuverlässige Leuchtleistung, eine kleine Taschenlampe, ganz einfach, also auch mal in der Tasche und wenn man einfach mal ein zuverlässiges Licht braucht, punktgesteuert hier in verschiedenen Winkeln, bis 45 Grad, sagst du, kannst du das abklappen. Kannst du die auch noch hinstellen, was stabile, was Dreibeinstativ. Und eben, weil du die Möglichkeiten hast, einmal es als ganz normale Taschenlampe am Schlüsselbund zu benutzen, hier, wenn ich mal Licht brauche, aber wenn ich jetzt sage, ich kann sie nicht halten, ich habe keine Hände frei, dann stelle ich es einfach hin und neige es in diesen Winkel, wie ich es brauche und egal, wie ich stelle, das steht sehr, sehr stabil. Also ich finde das eine klasse Idee. Cool. Und jetzt Preisalarm, 2,22 Euro, was willst du da falsch machen? Da heißt sofort ran ans Telefon, weil da bin ich mir da sicher, das ist wieder ein Artikel, der ist ganz schnell ausverkauft, Carsten. Also ich wusste gar nicht, dass wir sowas überhaupt im Programm haben. Man entdeckt also immer wieder mal ein paar Highlights aus unserem Programm, die jetzt vielleicht an anderer Stelle eher selten zu sehen sind, weil sie natürlich auch ein Stück weit bei über 16.000 Artikeln untergehen. Aber hier hat man mal eine richtig coole Taschenlampe und die also auch noch in der tollen Qualitätsausstattung für 2,22 Euro noch mal ganz besonders günstig, weil wir einen Preisalarm haben. Danke an die Geschäftsleitung. Ich hoffe, in Ihrem Sinne. Schöner Artikel, gefällt mir gut. Ja, also das gehört an jeden Schlüssel. Ist auch sehr, sehr leicht. Also das wundert mich jetzt. Ist sehr robust, macht einen sehr stabilen Eindruck, aber es wird jetzt nicht schwer am Schlüsselbund rumzutragen sein. Auch die Klappmechanismen sind so einfach, so leicht. Die hier rasten sofort ein. Ohne irgendwelchen Kraftaufwand. Also das finde ich klasse. Von mir absolut Daumen hoch, Preis sowieso 2,22 Euro. Die Bestellnummer ist die NC3124 und die 569. Der Preis hier ist eben durch den Preisalarm nicht 5 Euro, sondern 2,22 Euro. Ein absolutes Highlight, muss ich jetzt mal sagen, für mich, weil ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass wir sowas mal haben. Und dann noch für 2,22 Euro. Wow.
Also selbst die 7 Euro sind natürlich für so einen Artikel eigentlich die LED-Beleuchtung schon fast geschenkt, muss man ganz klar sagen. Ja, und wie gesagt, du hast vollkommen recht, wenn du sagst, sowas habe ich an anderer Stelle noch nirgendwo gesehen. Ja. Also jetzt holen wir mal eine ganz kleine Taschenlampe, mal eben für die Handtasche oder fürs Handschuhfach oder eben speziell für den Schlüsselbund. So, wir sind bei Artikel Nummer 3, wenn Sie noch nicht angerufen haben, aber anrufen möchten und ein wenig in der Warteschleife hängen, was immer wieder mal passieren kann, nicht nur in der 5-Euro-Überraschungsshow, auch gerne mal online gehen und über pearl.tv ganz einfach über das Internet bestellen. Aber kann das sein, dass dieser komische Apparello, der da vor dir steht, anfängt zu quatschen? Der fängt an zu quatschen auf Knopfdruck. Und zwar, das ist ein sprechender Wecker. Also hier ganz einfach auf dem Nachttisch. Und jetzt kann ich mir die Zeit nicht nur sehen hier deutlich, aber es gibt ja viele Menschen, die haben ein bisschen Probleme mit den Augen, sondern jetzt kann ich es mir ansagen lassen. Ich drücke einfach auf den Knopf hier, auf Talk. Sie sehen den da oben. Machst du? Ja, ich mach's mal. Ich halte es mal vor mein Mikro, damit Sie es deutlich hören. Ich programmiere den Alarm. Es ist jetzt 19 Uhr und 7 Minuten. Hören Sie? Ah, genau. 19 Uhr und 7 Minuten. Wecker ist es auch noch. Also Alarm kann ich auch einstellen. Da bist du jetzt gerade am Rumdrücken. Moment. Also das ist mal toll. 5 Euro statt 12 Euro. Du spielst rum, was machst du? Stell du nur weiter ein. Wie schnell die Gute sprechen kann. Also hier sehen wir, ist auch schon eine Weckzeit eingestellt. Das sehen wir deutlich. Ein Hahn wird da krähen, also das ist auch schön zum Wecken und Weckwiederholung nach 10 Minuten. Aber das Highlight finde ich natürlich gerade nicht nur auf dem Nachttisch, weil wenn man jemanden Sehbehinderten in der Familie hat, der will ja auch immer wissen, wie viel Uhr es ist. Natürlich. Und dann würde ich einfach 3, 4 dieser Uhren im Raum verteilen, und natürlich an Standpunkte, wo derjenige das weiß. Und dann braucht er immer, wenn er wissen will, wie viel Uhr es ist, drückt da drauf. Also ich habe schon vieles gesehen, liebe Zuschauer, und Sie sehen mich gerade ein bisschen sprachlos. Das kommt bei mir also wirklich eher selten vor. Einen sprechenden Wecker, jetzt mal unabhängig von Radiofunktionen und dergleichen, habe ich also so in dieser Variante oder in dieser Form noch nicht zu sehen bekommen. Finde ich klasse jetzt hier, und wenn ich das richtig sehe, hat der eine Weckzeit oder zwei? Eine Weckzeit haben wir jetzt hier. Aber das Highlight ist natürlich ganz klar zum einen dieses großzügig konzipierte Display. Ja, und zum anderen natürlich auch ein sehr schöner Korpus, aber eben auch diese Vorlesefunktion. Also nichts anderes ist es, ja? Ja, genau so ist das. Ein bisschen sachlich kommuniziert, aber finde ich vollkommen in Ordnung. Du weißt die Uhrzeit und das eben auch mal im Dunkeln oder auch für eine Sehbehinderung eine ganz tolle Angelegenheit. Die Uhr kann weiterempfohlen werden. In unserem Fall wurde die Uhr für unsere fast erblindete Mutter bestellt. Also das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Das kannst du auch auf die Küche oder auf den Nachttisch machen, weil du bist, also wenn du fast nichts mehr siehst, orientierungslos. Auch viele ohne Brille sehen schon gar nichts mehr. Dann ist es doch schön, wenn du einfach nur auf den Knopf drücken musst, musst nicht deine Brille suchen, sondern drückst auf den Knopf. Und schon weißt du, wie viel Uhr es ist. Und der Knopf ist groß genug, den finde ich auch ohne Brille. Den ertaste ich auch mal so, wenn es nachts um 3 Uhr mal eben, wenn man da irgendwie geweckt wird oder was, und man weiß nicht so genau, wie spät ist es denn jetzt, machst ein Licht an oder ein Handy-Display, bist sofort wieder geblendet, hast sofort wieder 120er Puls. Hier hörst du ganz einfach mal, wie spät es ist. Du kannst doch deine Partnerin wecken und sagen mal, Schatz, weißt du, wie spät es ist? Dann wachst du am nächsten Morgen aber nicht mehr auf. Die Hanna aus Berlin, die schreibt uns, die Uhr kann weiterempfohlen werden. In unserem Fall wurde die Uhr für unsere fast erblindete Mutter beantwortet. Das war der Kunde, den wir gerade eingeblendet haben. Okay. Ja, Bestellnummer sage ich Ihnen noch, die SD1001 und die 569. Und dann bekommen Sie diesen sprechenden Wecker als, für 5 Euro. Und ich muss sagen, das ist auch schön, es ist auch schön groß für Normalsehende. Ja, dort siehst du auch mit halb verschlafenen Augen die Uhrzeit. Absolut. Aber wenn ich dann eben sehbehindert bin, dann drücke ich nur das Knöpfchen und bekomme die Zeit nochmal angesagt. Das Ganze betrieben mit 2 Doppel-A-Batterien, also auch unabhängig von jeder Stromquelle. Ansonsten also keine Steckdose in der Nähe. Und so kann ich das auch gerne mal mit auf Reisen nehmen. Das ist doch eine super Geschichte hier. Also ich finde den richtig schick und vor allem auch von der Bedienbarkeit. Schauen Sie mal hier, Talk, ja, also da wird in die Uhrzeit angesagt. Ansonsten können Sie hier den Modus einstellen, also zwischen Uhrzeit stellen oder Wecker einstellen, Stunde und Minute. Also das ist wahrlich kein Hexenwerk, da muss man wahrscheinlich noch nicht mal in die deutschsprachige Bedienungsanleitung schauen. Den kann man also auch bedienen und einstellen, wenn man so ein Teil noch nie in der Hand hatte. Sehr, sehr schön, natürlich mit Snooze-Funktion, das heißt also eine Weckwiederholung alle 10 Minuten, wenn Sie noch ein bisschen Augenpflege betreiben möchten, bevor es Sie aus dem Bett treibt. Und das Schöne ist, wir haben hier als Wecksignal einen Hahnenschrei. Ja? Ist aber was anderes als immer diese Töne. Dieses. Also der kann reden und der kann krähen. Das ist doch ein cooler Wecker hier. Also holen Sie den Bestellnummer nochmal SD1001 und die 569, 5 Euro. Und ich zeige Ihnen nochmal, wie alles gibt, schön oder? Deutlich der Wecker spricht. Hören Sie mal kurz zu. Es ist jetzt 19 Uhr und 11 Minuten.
19:11 Uhr. Und das ist eben genau der Zeitpunkt, an dem Sie jetzt anrufen sollten und dieses Produkt bestellen, weil Sie dürfen ja auch des Öfteren am Tag anrufen und all Ihre Bestellungen werden über den Tag verteilt gesammelt und Sie zahlen dann maximal einmal am Tag Porto bzw. Versand. Also das ist ein sehr, sehr nützliches Teil, gerade für alle, die ein bisschen Sehprobleme haben. Aber lass uns das nächste holen. So, wir gucken mal. Das Feuerrote, das nehme ich. Ich hole mir das Kuvert und wir schauen, wie es weitergeht. Das sind die Linsen, oder? Ja, die Vorstecklinsen. Oh, das passt. Die erkenne ich sofort. Smartphone-Objektiv-Vorsatz-Linsen-Set. Und zwar drei Linsen haben wir gleich. Ja, und Weitwinkel, Fischauge und Makro. Und ich muss sagen, Carsten hat mich davon komplett überzeugt. Weil Carsten hat mit dem Makroaufsatz Nahaufnahmen von Pflanzen und Insekten gemacht, die ich so nicht für möglich hielt. Aber das ist ja nur einer dieser drei Aufsätze. Ja, das ist richtig. So, ich habe jetzt hier auch mal einen Aufsatz. Ich nehme mir ganz einfach mal das Handy. Sie sehen, ich habe hier ein iPhone. Ein stinknormales Modell, nichts Besonderes, nichts Außergewöhnliches, auch nicht von der Größe her. Und es wäre eigentlich egal, ich könnte also jetzt hier auch mal ein 6 Plus, ein 7 Plus oder sowas nehmen. Das spielt aber alles keine Rolle, liebe Zuschauer, weil die Kameras bei diesen Handys alle mehr oder weniger gleich sind. Ob Sie jetzt ein Apple iPhone nehmen, ob Sie ein Samsung 6S oder 7S oder was nehmen, so ein Galaxy, ein Huawei oder ein Sony Ericsson, die haben alle diese Kameras da oben dran. Jetzt gibt es diese typischen Aufsatzgeschichten, die mit Magneten funktionieren. Oder aber, du machst es dir ganz einfach, du nimmst so einen Steckvorsatz, Sekunde, oder so eine Klammer davor und richtest die ganz einfach aus. Zeige ich Ihnen mal gerade. So, hier so auf die, über die Linse setzen, zack. Und die Kamera fixiert das Ganze. Ja, beziehungsweise die Klammer, nicht die Kamera. Moment, so, ich richte es nochmal richtig aus. Mhm. Und jetzt haben wir es doch. So. So, und so sieht das dann aus, wenn man von hinten auf das Display schaut. Das ist jetzt hier das Fischaugenobjektiv. Da hat man die Welt so ein ganz klein wenig in, wie in, so einer, in einer Kugel mit dieser Krümmung. Also wesentlich größeren Blickwinkel dadurch. Ja, pass mal und auf. Einmal mit Aufsatz und das wäre ohne Aufsatz. Jetzt muss ich sagen, so Objektive kennt man ja normalerweise eben nur für die Spiegelreflexkameras, aber nicht für Handykameras. Aber hier haben wir sie eben für Handykameras und zwar dreierlei. Das ist das Fischauge. Moment. Weitwinkel ist noch dabei und eben diese Vergrößerungslinse, die Makro. Linse. Ich habe hier einen Kundenbeitrag aus Bergkamen von Stefan L. Ich benutze überwiegend das Fischauge. Es zaubert ganz tolle Effekte in die Bilder. Das eigentliche Motiv rückt so näher in den Fokus. Einfach mal ausprobieren. Dadurch, dass es an alle Smartphones passt, ist es auch in einer geselligen Runde schnell ausgetauscht und es gibt Fotos zum Wegbrüllen. Das ist natürlich auch nochmal was. Ich kann das ja x-beliebig an jedem Smartphone und zwar im Sekundenwechsel einsetzen. Ja? So, jetzt teste ich das Ganze mal an der Selfie-Kamera. So. Und dann machen wir ein Selfie. Ja, ist doch ganz egal, auf welcher Seite du das machst. Vorne oder hinten. Ach, jetzt ist die Klammer oben dran, oder? Jetzt bin ich mal gespannt. Carsten. 5 Euro. Nicht für Carstens Gesicht, das ist unbezahlbar. Nein. Das könnte Ihr Moderator sein. Ich sage jetzt zwar nichts dazu, wirklich kein Ton. Moment, jetzt mal ein Duckface-Foto jetzt vom Kollegen Ralf. Oh, schauen Sie mal. PC Go. Kannst du das auch machen? Wo muss ich drauf? Wir müssen ganz nah rangehen. So, mach mal das. Schauen wir mal, was da rausgekommen ist. PC Go sehr gut für diese drei Linsen. Okay. So, das sind die Moderatoren der 5-Euro-Überraschungsshow, liebe Zuschauer. Carsten Ruhland und Ralf Jansen freuen sich, Ihre Gastgeber zu sein. Schalten Sie ruhig ein und bitte nicht erschrecken, wenn das Gruselkabinett Ihnen die Artikel vorstellt. Bestellnummer sage ich Ihnen noch für dieses Vorsatzlinsenset, die NX4151 und die 569. Und man macht wirklich Bilder, die man sonst nicht machen kann oder nur mit irgendwelchen Bearbeitungsprogrammen. Hier mit der Sobicon Smartphone Echtglas Linsenset erweitern Sie die Möglichkeiten der in Ihrem Smartphone oder Tablet integrierten Kamera und schließen erstklassige Weitwinkel, Makro- und Fischaugenfotos. Also Empfehlung der Redaktion von PC Magazin. Und die haben das sicher empfohlen zum Normalpreis. Den haben wir heute nicht. Der gilt jetzt auch nicht. Jetzt gilt unser 5-Euro-Überraschungsshow-Preis. 5 Euro, wenn Sie jetzt anrufen. Vor der Sendung war das noch wesentlich teurer. Nach der Sendung wird es auch wieder wesentlich teurer. Und wenn Sie sich den Spaß machen wollen, den Artikel können Sie jetzt auch über pearl.de bestellen. Dann zahlen Sie aber den Normalpreis. Den 5 Euro Überraschungspreis, den bekommen Sie nur bei uns hier bei Pearl TV. Und das sind faszinierende, hier sehen wir es mal mit einer Münze, diese faszinierenden Makroaufnahmen. Ja, so, da kommst du sonst nicht ran. Ich glaube, ab 1,5 Zentimeter Entfernung funktioniert das. Und hier bist du in einer gestochenen Schärfe unterwegs. Schau dir das mal an hier.
Also da kannst du also nicht nur das Prägedatum, Prägejahr und dergleichen, aber sowas hier. Und du hast recht, hier Gänseblümchen und so weiter. Selbst die Maserung, guck mal hier von einem Fingerabdruck, kannst du mit so einem Makroaufsatz hervorragend knipsen. Die Handykameras werden immer besser. Und du hast nur eine Halterung, da werden die entsprechenden drei Linsen ganz einfach nur vorgeschraubt. Und die sind wirklich hochwertig verarbeitet. Mein Sohn hat so ein Set, der halbe Bekanntenkreis hat so ein Set. Und ich habe auch eins in der Schublade. Ich habe die ganz gerne mal dabei. Ja, wenn sie mit Kindern rausgehen, die können sich auch eine halbe Stunde mit dem Regenwurm beschäftigen. Und da mal ein paar coole Fotos mitbringen, ist immer eine schöne Angelegenheit. Also das wird wirklich eine tolle Spielerei mal für ein Smartphone. Sie werden überrascht sein. Ich glaube, Carsten, es wird kuschelig. Jetzt wird es kuschelig. Holla, wie darf Sieht ich das denn verstehen? Sieht zumindest mal so aus. So, jetzt haben wir, guck mal, da. Sind das Handtücher? Ich weiß nicht. Ich in sagen, so einem das ist schönen Grau. Ich würde sagen, das sind Kuscheldecken. Mikrofaser-Kuscheldecke. Ja, so richtig muss sein. Groß. Achtung. Wilson und Gabor, weiche Kuscheldecke, und zwar aus Mikrofaser. 1,30 auf 1,70 mit 190 Gramm pro Quadratmeter, also wirklich schön dick und flauschig. Das und das in so einem schönen Dunkelgrau. Halt mal bitte. Das, guck mal, wie groß das ist. Oh. Und sowas finde ich jetzt optimal. Wenn schön. Du jetzt einen Balkon oder eine Terrasse hast, bist du in letzter Zeit mal draußen gesessen, bis in die Nacht hinein. Ja, also ich Wenn friere die nicht leicht, so ein bisschen kommt, aber ne? meine Partnerin, die friert eben leicht, und dann ist so eine Kuscheldecke das Beste. Einfach einkuscheln. Das kriegst du übrigens, wenn du in der gehobenen Gastronomie bist, wenn du dort in die Garten draußen liegen im Moment. Da liegen solche Decken draußen. Aber die haben mit Sicherheit alle mehr bezahlt als 5 Euro. Hier bekommen sie die mit 5 Euro, und die ist so schmeichelzart. Und das macht gerade so Spaß, drüber zu streichen. Kuschelweich, so, wie ein Babypopo, so weich ist das. Waschbar und Trockner geeignet ist hier noch eingeblendet. Ist vielleicht auch ganz wichtig, weil die könnten ja auch mal schmutzig werden. Aber so eine Kuscheldecke sollte eigentlich jeder zu Hause haben. Eine, zwei, drei brauchst du. Du brauchst eine auf dem Bett natürlich. Auch mal als Überwurf könnte ich mir die sehr gut vorstellen. Du brauchst natürlich noch mal eine am Lieblingsplätzchen und eine grundsätzlich an jedem Sofa. Also kalte Füße kriegt jeder mal eben schnell. Oder ganz einfach auch mal an so einem schönen, schmuddeligen Sonntagnachmittag, wenn du es dir da mal auf dem Sofa gemütlich machst, mal ein paar Seiten im Buch liest oder mal so einen schönen Ritterfilm aus den 60ern schaust auf Kabel 1 oder so um 14, 15 Uhr, dann hast du so eine Kuscheldecke ganz einfach mal ganz anders im Repertoire als woanders. Die Größe finde ich überzeugend. 1,30 Meter mal 1,70 Meter, da passt man auch bequem zu zweit drunter. Richtig, und richtig. Jetzt kommt hier noch was Wichtiges. 190 Gramm pro Quadratmeter. Man kennt diese Angabe von, wenn man Papierqualität festlegt, da wird auch immer in Gramm pro Quadratmeter wird das bezeichnet, und hier ist es genauso. Das heißt, mit 190 Gramm ist das sehr, sehr hohe Mikrofaserqualität. Flauschig, weich, waschbar, trockner geeignet, unheimlich groß und jetzt auch noch unglaublich günstig. Schauen Sie mal, unverbindliche Preisempfehlung, 24,90 Euro. Da bekommen Sie jetzt heute 5 Decken dafür, denn wir sind in der 5 Euro Überraschungsshow und der Preis ist eben festgeschrieben. 5 Euro, solange der Vorrat reicht. Hier maximal 5 Stück pro Besteller, müssen wir noch mal erwähnen. Mehr dürfen sie nicht, aber ich glaube, da nimmt man gleich alle 5. Ja? Also definitiv. Also ich mag diese Farbgebung, dieses dunkle Grau, ist ganz, ganz schwer angesagt im Moment. Macht sich ganz hervorragend natürlich auch mal, um zum Beispiel so ein kühles Ledersofa mal etwas aufzuwerten. Ja, man kennt das, im Sommer ist das immer eine angenehme Geschichte, da ist das Leder schön kühl. Im Winter ist es dann ein bisschen unangenehm, wenn das Leder kühl ist. Du willst es dir gemütlich machen und kriegst die ganze Zeit kühle Oberschenkel und kühlen Popo. Da legst du dir jetzt einfach mal eine Decke drüber und kuschelst dich ein. Achtung bitte, Einschlafgefahr, dass unsere Diana so lange durchhält. Also wenn ich in so einer Kuscheldecke es mir gemütlich mache, dann gebe ich mir ungefähr 2 Minuten, habe ich das linke Auge in der rechten Hosentasche. Du, aber für 5 Euro mache ich wieder mal nichts verkehrt. Eben, kann gar ich nichts verkehrt machen. Die Bestellnummer NX7399 und die 569. Wie gesagt, lassen Sie sich nicht zu viel Zeit, weil spätestens 2 Stunden nach dieser Sendung gilt der Normalpreis wieder. Das ist immer zeitlich begrenzt und natürlich auch Stückzahl begrenzt. Hier unten, schau mal, aus Aschers Leben schreibt, werden wir angeschrieben, da steht einfach ausprobieren, top, das sage ich auch mal, probieren Sie es aus. Bei 5 Euro kann man nichts verkehrt machen. Definitiv. Ja, es sei denn, man ruft zu spät an und muss dann den Normalpreis zahlen. Selbst zum Normalpreis wäre es schon ein Schnäppchen. Aber müssen Sie nicht, weil Sie gehen sofort ans Telefon und rufen an und holen sich diese Decke mit der Bestellnummer NX7399 und der 569. Und ich bin gespannt, jetzt haben wir gekuschelt. Sehr schön. Jetzt holen wir uns das und jetzt nächste. Jetzt kommt der rosa Karton. Jetzt kriege ich ja nur langsam aber schon. Komm, den kriegst du, der passt in dein Hemd. Ja. Schauen wir mal, für den Kölner. Jetzt haben wir, jetzt pass auf, ein Teleskop-Set. Ein Teleskop-Halterungs-Taschenlampen- Vergrößerungsglas-Set. Ich lese es gerade. Teleskop-Werkzeugset mit Spiegel, Magnetheber und LED-Leuchte. Also das Ganze dreiteilig. Was? Drei? Also drei dieser Alle Teile? Alle drei Stück.
für 5 Euro. Das sind noch nicht mal 2 Euro das Stück. Fangen wir mit Modell Nummer 1 an, was mich persönlich immer wieder begeistert. Du hast hier einen Magneten dran. Ja, sehen wir hier deutlich. Das ist, ja, das ist hier. Nee, das ist Taschenlampe. Das ist Magnet, oder? Ist das? Moment, ist das Taschenlampe? Das ist Lampe, oder? Warte, was haben wir denn mal Magnetisches dabei? Das hier müsste Magnet sein. Aber hier, guck mal, Teleskop. Damit haben wir jetzt ein Magnet hier vorne dran. Hier haben wir einen Spiegel. Das ist auch schön, einfach mal um die Ecke schauen. Das könnte auch bei Motorarbeiten natürlich hervorragend sein. Und dann noch diese Taschenlampe, Teleskop-Taschenlampe. Jetzt muss ich nur schauen, wo die angeht. Wahrscheinlich drehen. Gucken wir mal. Ja, sehen Sie. So, und jetzt kann ich in die letzten Winkel mit der Taschenlampe leuchten. Ich hätte jetzt eins dieser Produkte auf 5 Euro. Hätte ich gesagt, wunderbar, sofort. Toller Preis. Ja. Aber jetzt eins. Taschenlampe, Teleskop, Spiegelteleskop und Magnetteleskop. Ja, für 5 Euro, das ist für mich der Hammer. Ist mir doch glatt ein 5-Cent-Stück runtergefallen. Ist das magnetisch? Skandal, ja. Skandal. Also ich kann mich natürlich bücken. Da habe ich direkt schon wieder einen Bandscheibenschaden, liebe Zuschauer. Sie merken, ich übertreibe ein wenig. Oder aber ich ziehe ganz einfach unsere Teleskop-Magnetverlängerung einfach aus dieser Geschichte raus und mache mal ganz einfach die Variante. Faule. Du, jetzt, weil hier war es jetzt der freie Boden, aber sowas ist ja, weißt du, eine Schraube oder ähnliches, ist einem schon mal in so einen kleinen Schlitz zwischen zwei Schränken reingefallen. Da kommt man gar nicht rein, hat man keine Chance. Hier kein Problem. Damit kann man schauen, wo es liegt, um die Ecke schauen. Guck mal, ich beobachte, Carsten, ich beobachte dich gerade um die Ecke. Ich sehe dich genau. Das tue ich auch. Ja? Das tue ich auch. Und du beleuchtest mich noch ein bisschen. Aber das ist ja toll. Beste Qualität hier, das merkt man schon, eben Teleskopstangen, Spiegel ist verstellbar, drehbar, so wie ich ihn will. Und ich habe jetzt für jede Möglichkeit wirklich das richtige Teleskop mit Magnet. Ich bin aber auch schusselig heute. Mit Taschenlampe und mit Spiegel. Jetzt musst du es auch wiederholen. Jetzt pass mal auf, wäre das natürlich nur so hier, 10, 15 Zentimeter Verlängerung. Guck mal hier, ich sehe ja sogar, was ich aufhebe. Hier ist ja sogar noch eine LED-Beleuchtung mit dabei und die ist sogar noch etwas länger. Und schon habe ich meine Taschenlampe ist auch magnetisch. Aber selbstverständlich, willst du noch mal sehen? Ist mir doch glatt schon wieder das Geldstück runtergefallen. Ich bin aber auch ein bisschen schusselig. Also nur Magnet mit Lampe oder Spiegel. Nee, nicht oder. Es ist ja alles drei mit drin. Rutschfest dank dem Kunststoffgriff. Und jetzt statt 19,90 Euro der unverbindlichen Preisempfehlung hier für 5 Euro. Das ist für mich das Highlight, muss ich jetzt sagen. Obwohl, wir hatten ja wieder nur Highlights. Ich kann mich wieder nicht... Nee, die Taschenlampe für 2,22 Euro, die war auch noch so ein Highlight. Sensationell. Mit diesem Dreibein-Stativ, aber auch sowas finde ich super jetzt hier. Mal eben so eine Lupe, mal eben um die Ecke schauen. Ja, mal gucken. Gucken wir mal. Ich sehe Sie, Herr Jansen. Ich sehe dich auch, Edge. Aber das, ich finde das Moment, toll. Mal. Ich finde es richtig toll. Ich muss mal schauen, haben wir da auch noch eine Kundenmeinung? Schauen, das, ja, Siegesfried S. aus Sternenfels schreibt, gekauft und sofort benötigt, Eintausch eines verbauten Industrie-PCs, die Kabel wieder in die Buchsen zu bekommen, wenn das alles hinten ist und die Öffnung an der Maschine so klein, dass man gerade noch die Hände durchpassen und man etwas Platz zum Spiegeln hat, da steht alles da auf ist dem Papier. Schon eine Herausforderung. Ja, mit. Und jetzt geht es noch weiter. Da höre ich jetzt mal auf. Aber da haben. Oh, ja, guck mal, wir können uns das anschauen im Spiegel. Hey. Ach so, da ist es. Nee, der Spiegel zeigt in die andere Richtung. Halt, ach, wir haben gerade. Ja, da ist er. So, aber vergrößern können wir da auch noch. Also, es ist toll. Denso, es oder? Ist toll. Ja, so. Das in einer Dreier-Variante. Ja. Klasse, auch die Griffe super gemacht. Alle hier mit diesem Halteclip. Und ich finde ja gerade diese Teleskopverlängerung mit dem Licht großartig. Weil wenn dir was runterfällt, dann landet es garantiert hinterm Schrank oder hinterm Sofa, wo du nicht drankommst. Die Bestellnummer, die NC3883 und die 569 Magnetteleskop, Taschenlampe mit Magnetteleskop und Spiegelteleskopstange hier für diesen Preis. Hammer zum Schluss dieser 5-Euro-Überraschungsshow, weil das war sie ja wieder. Wir sind schon wieder 6 Produkte älter geworden und ich hoffe, Sie haben Ihr neues Lieblingsprodukt entdeckt und dran denken. Die 5-Euro-Überraschungsshow gibt es jeden Tag um 17 und um 19 Uhr mit weiteren begeisterten Produkten. Also immer wieder reinschalten.